Ja, es steht hier alles ein bisschen. Machen wir einen kurzen Blick. Wir sehen Polizei auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist hier der Volksgarten. Warte, Kameramann, bitte stehen bleiben, weil wir sind hier angehängt. Wir sehen hier, aber wir können das Bild gerne nach drüben bitte. Wir sehen hier, dass alles steht, denn es gibt die sogenannte 300 Meter Bannlinie oder Bannmeile. Das heißt, die Demonstranten dürfen sich 300 Meter in Entfernung des Nationalratsgebäudes nicht nähern, nicht aufhalten, also auch nicht demonstrieren. Und all diese Plätze hier, wir sind hier in der Nähe vom Ballhausplatz, beim Volksgarten, das würde hier natürlich darunter fallen. Da sind große Menschenansammlungen, da sind Demonstrationen nicht gestartet. Wir sehen es auch, es gibt da die ein oder andere Diskussion, vielleicht zoomen wir kurz hin, mit der Polizei, wo der ein oder andere sagt, das ist die 300 Meter würde das nicht betreffen, aber wie gesagt, es sind 300 Meter und die sind nun einmal einzuhalten. Es war bis jetzt an und für sich sehr friedlich. Wir hoffen, dass das weiterhin natürlich auch der Fall bleibt. Es sind einige, ja, würde ich schätzen, 100 Menschen hier auch vor Ort. In der Früh ist es ja losgegangen beim Maria-Theresien-Platz. Es gab dann unterschiedliche Standorte, die auch ausgewählt wurden. Es ist dann über den Ring gegangen, ohne ein richtiges Ziel in dem Sinn. Es wurde dann auch hier kurz vor dem Bundeskanzleramt und vor der Hofburg demonstriert. Allerdings hat es um 8.50 Uhr auch eine Durchsage gegeben und man hat alle Teilnehmer darauf hingewiesen, zum einen natürlich eine FFP2-Maske zu tragen, das ist klar bei einer Demonstration, und zum zweiten aber auch, dass ab 9 Uhr, also ab Beginn dieser Sitzung hier die Demonstration aufgelöst werden wird, sprich, dass man sich hier wirklich 300 Meter entfernt aufhalten soll. Der Maria-Theresien-Platz, der ist 300 Meter entfernt. Hier spricht die Landespolizei. Und jetzt hören wir mal rein. Die Versammlungsteilnehmer werden aufgefordert, die Bannmeile zu verlassen und sich in den Volksgarten zu begeben. Ich wiederhole, die Versammlungsteilnehmer werden aufgefordert, die Bahnmeile unverzüglich zu verlassen und sich in den Volksgarten zu begeben. Also, wir haben es gehört, man fordert hier die Teilnehmer auf, die Bahnmeile unverzüglich zu verlassen und sich in den Volksgarten zu begeben. Und wir sehen es jetzt auch gleich hinter mir oder neben mir, da sind Beamte der Polizei und werden hier die Demo-Teilnehmer wohl auffordern, Richtung Volksgarten zu marschieren, also sich hier nicht allzu lange aufzuhalten. Hier sehen wir zum Beispiel eine Dame auf einem Fahrrad, die noch diskutiert mit dem Polizisten. Also da geht es jetzt wirklich um jeden Meter sozusagen bei diesen Diskussionen. Wir sehen hier auch das deutsche Fernsehen. ZDF ist zum Beispiel auch hier. Vielleicht gehen wir ein bisschen näher. Vielleicht können wir bei der Diskussion ein bisschen zuhören. Ist man nicht, was da genau gesagt wird. Auf jeden Fall sind es hier Diskussionen und jetzt wird sich das Geschehen Richtung Volksgarten hinein verlagern. Man möchte nicht, dass die Menschen hier zu nahe sozusagen am Ort des Geschehens sind. Diese Bannmeile betrifft übrigens nicht nur an Tagen, wo der Nationalrat tagt, also das österreichische Parlament, das Parlament, sondern gilt dann auch für Landtage. Man hat sich ja auch dafür ausgesprochen zuletzt, dass es, aber warte, gehen wir mal vor, vielleicht hören wir die Diskussion mit der Polizei. Wir müssen da immer nur schauen, wir sind da dick beladen mit Rucksack, mit Tasche und so weiter, was hier eigentlich gerade diskutiert wird. Vielleicht können wir mal da reinhören. Jetzt wird es da ein bisschen ruppig. Ihr provoziert, nicht wir. Mein Steuergeld ist bei mir. Also wir hören es, da ist die Stimmung schon aufgeladen. Es geht um diese 300 Meter. Seien Sie vernünftig, was ist die Bahnmeile gegen die... Von der Polizei sagt jemand, seien Sie bitte vernünftig. Und wir hören dann noch einmal rein. Hier ist die Bahnmeile, bitte. Gehen Sie hinaus, da hinten. Gehen Sie hinaus, bitte, da ist die Bahnmeile. Gehen Sie bitte hinaus, da ist die Bahnmeile. Wir müssen die Bahnmeile umsetzen. Langsam vorrücken, wir müssen die Bahnmeile umsetzen. Langsam das Vorrücken. Die Polizei will wieder jetzt kassieren.
So, also das Geschehen, das verlagert sich jetzt, wie gesagt, hier in den Volksgarten hinein. Es wird ja auch hingewiesen, dass alles so langsam vonstatten gehen. Man möchte Menschen hier jetzt, wie gesagt, nicht hetzen. Ohne Eskalation, sagt ein Herr von der Polizei. Also man möchte wirklich hier, dass alles mit Bedacht sozusagen vonstatten geht. Und bleibt natürlich zu hoffen, dass sich hier alle auch daran halten, dass auf der einen Seite vom Demorecht gemacht werden kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch die öffentliche Sicherheit und die Gesetze und Verordnungen und dergleichen gewahrt werden, wie wir hören. So, also das Geschehen, das verlagert sich jetzt, wie gesagt, hier in den Volksgarten hinein. Wir sehen, dass hier die Polizei auf der einen, die Demonstranten auf der anderen. Achtung, da möchte jemand durch. So. Also soweit die Lage hier. Wir sind hier in unmittelbarer Nähe, Volksgarten. Und gehen wir da schnell durch. Wir sind hier in unmittelbarer Nähe im Volksgarten beim... In der Nähe des Ballhausplatzes, sind hier direkt im Eingangsbereich.